Hallihallo Freunde, oh no, ich wurde von Headbreaker321, ein sehr sympathischer Kerl, getaggt. Ja, was heißt das? Dass ich erstmal 10 Fragen beantworten muss. Ich werde euch nochmal Headbreakers Kanal in verlinken. Da, hier, so, da. Ist echt ein sehr sympathischer Kerl, echt witzig. Ja gut, widmen wir uns den Fragen zu. Ja, fangen wir einfach schnell an, ohne großes Tralala und Trollolol und Ololol und so weiter. Ja, es geht halt ums Game, wie man zum Game gekommen ist, Fragen, also, ja, wie man zum Gamer geworden ist oder sowas, ja. Wie alt bist du und warum muss ich mich die ganze Zeit räuspern? Nein, das war nicht die Frage. Wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Ich bin momentan 14, auch wenn das mir irgendwie niemand glauben will, weil alle meinen, dass ich die Stimme eines 16-Jährigen habe. Ich bin erst 14. Ich werde zwar in ein paar Tagen 15, aber momentan bin ich noch 14. Wer interessiert, wann ich Geburtstag habe? 26. April. Wann habe ich mit dem Zocken angefangen? Das war ziemlich früh, ich schätze mal so mit 5, 6 Jahren. Sowas. Also ich habe eigentlich mit dem Zocken nur angefangen, weil das ist jetzt ein bisschen, ja, hört sich ein bisschen seltsam an, weil mein Opa spielt auch Computerspiele. Er hat zwar auch eine PS2, aber mit der spielt er eigentlich relativ wenig. Eigentlich gar nicht. Er spielt Computerspiele halt, sehr gerne Rollenspiele, aber auch Ego-Shooter wie Doom 3, Unreal Tournament und jetzt fragt nicht, er spielt nicht online. Da ist er nicht der Freund von. Aber ansonsten spielt er eigentlich gerne sowas, so Fantasy-Games. Und deswegen, weil er das schon sehr, sehr lange macht, ich meine, er spielt schon ziemlich lange, also ich schätze mal so, ich weiß gar nicht, 15, 16 Jahre, also länger als ich. Oder ich glaube schon, war halt so alt wie ich bin etwa. Und dann habe ich halt natürlich immer so ein bisschen geguckt, was spielt er denn da, und dann, ich hab ihn ziemlich oft besucht, ich meine, Ich will jetzt nicht sagen, ich habe ihn nur besucht, weil er Computerspiele spielt, aber ich bin doch ziemlich oft bei ihm und wir spielen dann zusammen und so. Ja, mein Opa ist halt ein sehr netter Kerl. Ich meine, und wer hat einen Opa, der Computerspiele spielt? Und vor allem solche Core-Games wie Unreal. Aber, naja, zumindest bin ich so ans Zocken gekommen. Okay, welches war deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Wenn man bedenkt, dass ich eigentlich anfangs immer nur eine Menge PC gespielt habe, gar nicht Konsolen, war die erste Konsole, die gehörte ja nicht mir, aber war die PS2 von meinem Opa, an der ich gespielt habe. Die ich mir jetzt, weil er die eh nicht mehr braucht, ich wünsche mir seine PS2 zum Geburtstag von ihm. Und dann werde ich mit dem Grubber auch ein paar Projekte damit machen können. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, genau, das war dann, wenn man so will, wenn sie nur indirekt, ich durfte ja damit spielen, war es die PS2. Welche Games habe ich im Kindesalter gern gespielt? Das ist... ich habe Rayman gespielt. Tomb Raider, das liegt. Ja, Tomb Raider. Das merkt man, dass ich das als Kind gespielt habe, weil ich in diesem Spiel so overskill bin. Also, ich lobe mich wieder selber, das darf ich nicht. Aber ich bin wirklich in Tomb Raider ziemlich gut. Ich kann das Spiel ziemlich gut. Ich will nicht angeben, ich lobe. Eigenlob stinkt, ich stinke, ich muss duschen gehen. Ah! Nein, ja, ich habe schon sehr früh mit Tomb Raider Spielen angefangen. Und mein Opa hat auch alle Teile von Tomb Raider. Alle. Also ich habe fast alle, aber ein paar fehlen mir noch. Die ganze Reihe von 1 bis 9 ist es ja, genau. Und ich freue mich schon auf den 10. Ich werde, wenn der rauskommt, ich werde ihn let's playen. Ich freue mich drauf. Dann habe ich noch gespielt Alex auf dem Bauernhof. Das ist ein Playmobil-Männchen. Das war eigentlich mein erstes Game. Playmobil-Männchen, was auf dem Bauernhof ist, und man vergisst nach 10 Minuten, dass es Playmobil ist. Also die Schleichwerbung, man sie übersieht sie, das war eigentlich, hätte man auch gleich einen normalen Jungen nehmen können. Aber ich bin gar kein großer Playmobil-Fan, aber man, das Spiel macht so viel Spaß, spielt es einfach mal. Es ist wie Landwirtschaftssimulator für Kinder. Und dass man das Ganze auch mit einem Playmobil, Landwirtschaftssimulator mit Playmobil. Dann, was ich noch gerne gespielt habe, ist Hype. Das ist das Ganze, mein erstes Rollenspiel mit Playmobil. Aber das Spiel ist noch geiler. Es ist bis heute noch immer eins meiner absoluten Lieblingsgames. Weil, man vergisst sofort, dass es Playmobil ist. Es ist ein komplett richtiges Rollenspiel. Man vergisst, dass es Playmobil ist. Ich sage euch, man vergisst, dass das Playmobil ist. Es ist einfach ein faszinierendes Rollenspiel. Was sogar richtig gut gemacht ist. Also spielt es mal.
Das war vierte Frage. Nee, das war die dritte Frage und jetzt kommt die vierte Frage. Welche Games spielst du momentan am häufigsten? Momentan spiele ich total viel SMW. SMW, also Super Mario World Hacks. A, weil ich selber noch ein bisschen was rausfinden will, wie das geht, funktioniert. Und momentan mache ich selber auch zwei oder einen eigentlich richtigen Mario Hack und da gucke ich mir eigentlich eine Menge Tutorials an. Und man muss den Hack ja auch immer wieder testen, die eigenen Stellen, die man da eingebaut hat. Ob das alles so funktioniert, ob das Scrolling passt, ob das mit dem Zeitlimit passt, ob das mit der Palette passt, wie das aussieht. Man muss sich die Musik anhören, muss gucken, ob das dazu passt. All sowas. Also ich werde einen Let's Show von meinem Mario Hack machen. Wenn ihr den haben wollt, den Mario Hack, schreibt mich an, dann werde ich euch den, gucke ich, ob ich den euch schicken kann. Momentan spiele ich ab und zu mal ein bisschen Minecraft und dann spiele ich momentan Jade Empire, Two Worlds, bin ich noch nicht fertig, Amnesia natürlich und dann noch Portal, ja, das sind die Spiele, die ich momentan spiele. Aber das ist ja so, Portal kann man nicht, da kann man durchspielen, Jade Empire kann man auch durchspielen, Minecraft kann man und SMB kann man unendlich spielen. Ja, nenne deine aktuelle Top 3 aller Games. Auf Platz 3 ist auf jeden Fall das Gothic. Gothic, weil Gothic ist eins der geilsten Spiele der Welt. Auf Platz 2 ist Hype the Time Quest. Was ich auch unbedingt nochmal let's playen will, Hype the Time Quest. Es läuft allerdings nur auf Windows XP. Aber werde ich kriegen. Ich muss unbedingt noch vorher eine Sicherung machen. Ich krieg zum Geburtstag eine externe Festplatte und ohne Sicherung werde ich da nichts mehr machen, weil mein HP ist da ein bisschen komisch mit, extra Partitionen und so. Also, ja, deswegen, sonst hätte ich das Spiel schon längst let's played. Und, das ist Platz 1 ist, ach ja, Platz 1 habe ich gar nicht gesagt, Beyond Good and Evil, das geilste Spiel der Welt. Holt euch das HD, Remake, oder kann man das jetzt, es ist ein Remake. Ich werde es mir auch noch holen, dieses Spiel ist einfach episch. Episch, 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 episch. Ich werde es auch unbedingt nochmal let's playen. Das sind so Projekte, die irgendwann mal kommen werden. Noch nicht sofort, weil ich momentan noch was anderes geplant habe, aber wird irgendwann kommen. Ja, und ja, gut, weiter geht's. Von welchem Game hätte ich gerne eine Fortsetzung? Ich hätte unbedingt die Fortsetzung von Beyond Good and Evil. Sie ist geplant, aber es steht nicht, man weiß nicht, ob sie wirklich dran arbeiten. Das heißt, wenn jetzt viele den testen wahrscheinlich, werden viele das HD-Remake kaufen, wird die Fortsetzung wahrscheinlich kommen. Werden es wenig kaufen, dann nicht. Weil beim ersten Mal haben das Spiel eigentlich, auch bei vielen Leuten beliebt, aber es haben total wenig Leute gekauft. Also davon hätte ich gerne Fortsetzung. Welche Hobbys bzw. Leidenschaften pflegst du neben dem Gaming? Zauberer. Magic LP. Aha, jetzt versteht ihr meinen Namen, ne? Weil ich bin ja erst seit einem halben Jahr Let's Player. Davor habe ich nämlich ganz lange auf meinem Kanal JonasTR888, wo ich auch schon 350 Abonnenten habe, Zaubervideos hochgeladen. Mache ich ja immer noch momentan. Momentan ist das Wetter für uns so scheiße. Und ich werde auch wieder auf dem Kanal aktiver werden. Keine Sorge. Ja, ich zaubere gerne, also von Mentalismus bis Kartentricks bis Partytricks, alles mögliche. Ich habe schon, ich kenne richtig, richtig viele Zaubertricks. Ich zauber jetzt schon seit 3 Jahren oder so und es macht wirklich viel Spaß. Dann, was ist eigentlich nebenbei, was nicht zaubern gehört, aber Penspinning mache ich auch, weil es weil man dafür viel Fingergeschicke braucht. Und zum Zaubern braucht man logischerweise auch viel Fingergeschick. Also, ja, das ist wichtig. Dann ein Hobby, das gilt nicht zum Game, aber ich filme ja sehr gerne. Wer meine Videos guckt, ich will mich jetzt nicht einloben, wird das vielleicht merken, dass ich gerne filme, aber es ist doch wirklich sehr viel Mühe, die Videos zu machen. Wenn man da die ganze Zeit ewig lang, stundenlang an dem Video dran sitzt und immer wieder schneidet. Das ist, ja, ist halt so. Neben dem Gaming, ich treffe halt gerne Freunde und ich gehe gerne schwimmen. Ich bin der schnellste Schwimmer aus meiner Klasse. Uhu! Ich weiß nicht, also das Schwimmfest war vor anderthalb Jahren. Ich weiß nicht, ob ich immer noch schnellster bin. Nee, war sogar vor 2 Jahren. Das war dann mit den Hobbys. Welche Konsolen, eingeschlafen Handhelds besitze ich? Ich besitze eine Nintendo Wii, bald eine PS2. Das zähle ich auch nicht dazu. Dann besitze ich einen Nintendo DS. Der PC ist ja keine Konsole. Jetzt könnte man die Frage stellen, welche Emulatoren besitzt du? Ach nein, dann kommen wir ja auf eine
dreistellige Zahl. Nein, so viel konnte ich auch. Nein, das wäre. Ich habe keine. Nee, so viel, aber ich habe bestimmt 10 Emulatoren oder so. Über 10. Nein, eigentlich nur den DS und die Wii. Und bald die PS2. Und man muss, könnte das so sagen, in dem DS Lite, den ich habe, ist ja ein Gameboy drin. Zählt das jetzt als 2? Und man könnte auch sagen, dass in der Wii ist auch ein Nintendo GameCube, glaube ich, drin. Dann habe ich schon 4, also 2 indirekt 4, könnte man sagen. Und bald 5. Ja, ist eigentlich gar nicht so viel. Nenne deine Top 3 Spielserien. Also, da muss ich nachdenken. Ich muss gerade nachdenken, was könnte auf Platz 3 kommen? Platz 2 und 1 ist gerade sicher. Auf Platz 1, denn Platz 3 würde ich die Drakensang-Reihe sagen. Na, es sind ja nur 2 Teile, also. Ja, plus das Add-on. Aber das kann man schon halt so. Wahrscheinlich ist, würde mir mit mehr einfallen, gerade nichts, was würde was Besseres einfallen. Aber ich habe gerade keinen Bock auf den. Brain is down. Bläp. Mein Gehirn ist tot. Verkümmert. Oh. Ich glaube nur noch Scheiße. Ja, und dann Platz 2 ist, Gothic? Nee. Scheiße, das war Platz 1. jetzt bin ich gerade. Oh, was war nochmal? Ich habe jetzt Gothic. Wartet. Gothic. Ach ja, und Pokémon. Ist auch eine Reihe. Ich habe da jetzt keinen speziellen Lieblingsteil von, aber Pokémon ist episch. Ich liebe Pokémon. Finde abschließend Worte zum Thema Gaming. Tagge 3 weitere Gamer und beende das Video. Eine Frage. Gamer oder auch Gamerin? Weil ich wollte jetzt gerne einmal die liebe Asuka Saito taggen. Ich denke, das geht auch, wenn ich jetzt, nur weil da Gamer und die männliche Form steht, geht das auch. Also dich tagge ich. Wenn du mal wieder Zeit dafür hast, denke ich mal. Und dann tagge ich den lieben LP Yamo. Ich weiß nicht, aber es wird ein bisschen dauern, bis er das machen kann, weil er momentan noch krank ist. Gute Besserung, Yamo. Und dann mache ich noch für Prinz LP. Ich werde euch alle 3 Kanäle verlinken. Ja, und die 3 habe ich getaggt und dann abschließende Worte. Wie spät ist das? Ja, ich kann noch. Jetzt werde ich erstmal das Finale von Two Worlds aufnehmen. Werde noch einen Amnesia-Part hochladen. Was werde ich jetzt noch machen? Ich werde was. Ja. Pff, was interessiert euch, was ich jetzt mache? Gar nichts. Abschließende Worte zum Thema Gaming. Ja, das war ja alles mit Gaming. Zocken macht Spaß. Und. Ja, Gaming ist eine coole Sache. Ja, das war's. Tschüss.